Da sind wir wieder. Genau, zu unserem nächsten Teil. Wow, hier brennt's. Zu unserem Let's Play zu Resident Evil 5. Genau. Oh, ich glaube, ich hatte gerade den Molotov-Cocktail in der Hand erschossen. So sah das aus. Wobei, ich habe mich gerade irgendwas angefallen. Nee, das war hier. Achso. Der Meister mit der Armbrust. Also, aber dich fällt da gerade was an. Da hinten läuft einer, der Armbrust. Ja, hier unten, ja, die, hier oben, den habe ich. Oh. Nee, mit der Spitzhacke war das, glaube ich. Ich kann so schlecht erkennen, Mann. Hi, mein Schatz. Und wieder nachladen. Hier liegt Maschine. Alles klar. Das kann ich noch so an der Farbe erkennen. Ui, das war knapp. Wer war das? Frag mich auch gar nicht. Da steht einer. Krieg den nicht. Haha, erwischt. Ja, okay. Was man so ohne Ziel. Ja. Wie graut's von der nächsten Stelle. Nein, Patrick, du weißt ganz genau, was ich meine. Von wegen Zielen, ne? So, nö. LKW? Ach so, ja. LKW. Es, ach du Scheiße. Ja, ja, okay. Schaffen wir schon. Ja, ich wollte damit gerade nichts spoilern, nur... Ja, das Stichwort ist LKW. Genau. Weil da muss man schon so ein bisschen zielen und auf dem kleinen Bildschirm ist ziemlich schwierig. Ja. Wir werden sehen, ne? Also, wir haben ja hier zum Glück... Also, wenn ihr gleich seht, ihr seid tot... Ja, dann machen wir uns erstmal einen ab, weil wir so doof sind. Genau. Und dann dürft ihr lachen. Und dann kommen wir hoffentlich weiter. Genau. Ha, ich habe ein Kraut gebastelt. Geil. Ja. Okay, bist du bereit? Genau. Attacke! Juhu! Girango! Oh Gott, dann einfach auf die... Ja, wir müssen jetzt auf die Fässer hier schießen. Wenn ich wüsste... Genau. Wow! Wow. Okay. Ja, das war jetzt nicht so geplant. Nee, also wie ihr gesagt habt, ihr seid tot. Ja. Also wir. Ja, ich hab's ja auch gerade versucht. Warte, wir sind noch in die Kiste. Gerade versucht auch voll drauf zu halten. Guck mal, jetzt ist da Pistole. Wieso ist da jetzt Pistole? Ey, das ist voll hirnfrei. So, jetzt benutze ich mal die Pumpgun, die streut nämlich ein bisschen. Ja, ich versuche es nochmal mit dem MG, aber so ein bisschen Richtung Fässer zu zielen diesmal. Oh, geh kaputt! Das war gut jetzt. Das hat's erledigt. Genau, ja, gucken wir mal kurz nach dem Fahrer, ob es dem Judy. Ja, man kann den, glaube ich, geht's dir gut? Ne? Ja. Fahrer. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwerer. Ein bisschen? Vor allen Dingen auf so einem Bildschirm. Ja. Guck mal, ich schaffe mir nur Not hier gerade ein paar Kills, ey. Ah, Schlupfgewehr. Nur gesehen, weil ich drüber gelaufen bin. Aua! Oh, au. Verzeihung! Ja, das war knapp. Warte, ich hab was. Irgendwo hab ich was. Ich hab da mal was. Jetzt mal halbe Inventar durchsuchen, ey. Ja. Boah, komm, kipp um. Glück. Leer. Boah, verdammt. Hau ab, danke. Bitte. Mach dann 3x50. Gib ich dir später. Ich glaube. Ich schreibe auf dem Deckel, ne? Ja. Wie groß ist denn der schon? Ja, so 200 Cent. Kann ich, glaube ich, gerade noch aufbilden. 200 Cent? Ja. Maschinengewehr. Pistolen, habe ich gerade eingeladen. Gold. Genau. So, jetzt kann ich euch den nächsten Platz eines Emblems zeigen, weil das werde ich definitiv nicht kriegen. Und zwar ist das... Da, diese Richtung. Da, ich sehe es noch nicht mal. Irgendwo in diese Richtung müsste das sein. Irgendwo unter dem Brückenpfeiler ungefähr so bling da. Irgendwo da. Irgendwo da ist es auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, wenn du das sagst. Ja, ich habe alle. Ja, jetzt kommt wieder eine super Idee von unseren Typen, in einer zombiebelagerten Stadt durch die Kanalisation zu laufen. Genau. Wo scheiße dunkel ist. Wo natürlich einem nichts über den Weg läuft. Das wussten wir jetzt natürlich schon. Ja. Ah! Jetzt Zombie, Horror-Zombie-Spiele-Fans.
Ja, die noch keinen anderen Resident Evil außer den gespielt haben. Ja. Ich stehe, glaube ich, voll in der Schusslinie. Ne? Ja, geht schon. Die Kugeln gehen ja durch dich durch. Dem Hund hat es gesplittert. Ja, ah, und mich hat es auch gesplittert gleich. Danke. Oh, komm! Mach A. Ich wollte gerade nachladen, hatte aber gemerkt, dass ich nichts zum Nachladen habe. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Vor allem bei unserer Arbeit hier. Ja. Hallo! Schönen guten Tag. Machen Sie mal hier die Schränke auf. Was für Schränke? Ja, die da hinten. Wir können höchstens die Lampen rausbauen, da werden auch manchmal Drogen hinter versteckt. Genau. Nicht, dass ich damit Erfahrung hätte. Aha! Woher weißt du das denn so? Nein, ich nehme keine Drogen. Lass mich immer gleich in deine Lampe gucken. Ja, mach, so viele habe ich hier nicht. Nö, die ist kaputt. Brauchst nicht gucken. Okay. Es wird wieder hell. Und hier haben wir einen Saphir gefunden. Cool. Boah, was ich nicht alles weiß. Oh, oh, Leichen. Oh mein Gott. Sie lebt noch. Töte sie. Eh. Na toll. Holt sie runter. Ja. Kleine nervige Flugviecher gibt es natürlich auch. Die sind aber schnell erledigt zum Glück. Bin ich auf den Unterschied. Nein, komm, ich kann direkt liegen bleiben. Ja, siehst du, seht ihr, der bricht jetzt hier aus seinem Rücken raus. Das ist echt lecker. Rückenkotze. Nee. Der hat rückwärts gekotzt. Na, ich hab da eben schon mal raus, du bist umzingelt. Genau. Ja, ich hab eben schon mal auf Entfernung das Tor nämlich aufgeschossen, wurde gesagt, das, du schießt auf mich. Ach so. Ich hab das Schloss kaputt geschossen. Beim wievielten Schuss hast du dann geschafft? Irgendwie 6. Ach so. Ja, normal, weil du brauchst 3 oder 4. Habe ich das Magazin verballert. Ich mache eine Grenade. Hier schade. Grenade? Eine Grenade. Tja. Was ist da los? Ich glaube, ins Wasser dürfen wir nicht, ne? Doch. Aber nicht zu lange oder sowas, ne? Nein. Was, nein? Kannst du gemütlich rumrennen? Bist du überhaupt? Ja, aber, ah, stimmt, da gibt es dann später noch eine schöne Wasserstelle, wo man nicht zu lang an derselben Stelle stehen darf. Genau. Liegen hier nicht Schätze oder rum? Irgendwie? Ja, aber ja, irgendwo hier am Rumpf da. Ist einfach nur so außen rumlatschen. Ah, ja. Ein Topas. Keine ja. Tupperware. Die brauchen wir natürlich, um die zu verkaufen, ja. Was ich vielleicht denken kann. Damit dann wir unsere Waffen verbessern können. Genau, weil wir sonst voll die Luschen sind. Ja, und irgendwann später kein Land mehr sehen gegen die Viecher. Genau. Und hier haben wir das nächste Emblem. Und die nächsten Zombies, so wie sich das anhört. Ja. Nur, na, wo ist es denn? Mann, das ist so nervig, dass man nicht laufen kann beim Ziel. Ja. Da, seht ihr? Da müsst ihr einfach da so. Da scheinst du durch, da. Nee, wo läufst du hin? Bleib stehen! Da haust du ab! Bleib hier! Egal. Auf jeden Fall, ihr wisst es, dass es hier in diesem Schränkhaus-Ding drin ist. Ihr müsst es euch nur selber holen. Ich hab hier gerade so einen Runner verfolgt, ey. Mirror's Edge hier. Echt? Ja. Ja, der ist hier weggelaufen, wollte über die Mauer klettern. Also einfach ein, so. Speedflocked, meinst du? Ja, was weiß ich. Ich gehe aufs Dach. Ich steig dir aufs Dach. Ja. Ja. Hallo. Wir sollten aber auch gleich mal auf die Bremse steigen, beziehungsweise treten, weil guck mal auf die Zeit. Boah, ist ja schon wieder vorbei, ja, ey. Das ist so kacke, ne? Es geht so schnell, ey. Nicht hier fluchen. Es ist bescheiden. Wir haben wieder einen Schatz gefunden. Genau, und mit dem Fund des Schatzes verabschiede ich mich jetzt auch schon mal. Ja, warte, ich schieße noch das Schloss auf. So. Das ist ziemlich doof. Aber also, egal. Ist egal. Das sieht cool aus. Genau. Ja. Also, haut bye-bye und haut rein. Bis dann. Tschüss.